Lewandowski probiert es direkt. Und irgendwie geht dann der Puck doch noch Richtung Tor. Aber Felix Beck ist wieder da. Ja, vom Fuß von McCauley. Ja, da lag die Scheibe frei. Steve Slayton sichert sie unter Big und verhindert das 0-1. McCauley, Lewandowski. Der Kreis wird enger. Schuss aufs Tor! Aber Videobeweis! Lewandowski nimmt den Schuss. Felix Beck kann nur prallen lassen und so wie es aussah, geht der Puck gegen Mitchell und dann ins Tor. Gegen den Rücken von Adam Mitchell. Ja, der da von Mike Card geschoben wird. Also für mich ist das ein reguläres Tor. Ja. Torhüterbehinderung ist es auch nicht. Im Torraum stand er auch nicht. Aber schauen wir, was die Offiziellen entscheiden. So, bislang beraten sie sich noch, um was es geht. Und jetzt gehen die beiden Schiedsrichter Markus Schütz und Stefan Vogel hier zum Schiedsgericht und schauen sich die Szene nochmal an. Wäre das 9. Tor von Mitchell, sofern es zählt. Schiedsrichter haben sich entschieden und das Tor zählt. Gas nach vorne. Gelegenheit und Ausgleich. Das ging schnell. Ebenfalls 8. Spielminute. Das 1:1. Meisinger verliert hier den Zweikampf. Im High-Slot, Maulmeer kämpft die Scheibe und Biresch nimmt den One-Timer und lässt Hertel keine Chance. Sein 8. Saisontor. Ja, der Cleverfit-Topscorer. Das war eine schnelle Antwort von Bad Nauheim. Das ging jetzt einfach. Himmel, schön durchgetanzt. Und die Führung für den EC Bad Nauheim. 23. Spielminute. Hemmel scheitert erst an Hertel. Und dann im Fallen stark gemacht. Verwertet seinen eigenen Rebound. Und es ist die erste Führung der Gäste am heutigen Abend. Schenko deutlich am Tor vorbei. Suvanto, gut aufgepasst. Hält die Scheibe drin. Legt ab, Tor! Ausgleich für die Löwen Frankfurt. Nauheim bekommt die Scheibe nicht aus der Zone. Suvanto hält sie drinne und findet Meisinger im Slot, der mit dem Direktschuss zum Ausgleich trifft. Da rutscht der Big über die Fanghand. Zweites Saisontor für Dominik Meisinger. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es ist so wichtig, dass er wieder zurück ist im Team der Löwen. Und jetzt trifft er oder scored am laufenden Band. Hat in den bisherigen 4 Spielen 5 Punkte geholt. 3 Tore, 2 Assists. Die Löwenfans würden sich für ihn freuen, wenn es jetzt nicht unbedingt Bad Nauheim wäre, wo er diese Scorerpunkte holt.
Abschlussversuch und Tor für Bad Nauheim. 3:2, André Bires. Exzellenter Schuss, mehr kann man dazu nicht sagen. 9. Saisontor. Der Puck schlägt da im Winkel ein. So, und jetzt 3:2 Konter für Bad Nauheim. Und da ist das 4:2. Der Schuss von Kahle wird unglücklich abgefälscht und fällt Köhler genau auf die Kelle. Der hat natürlich keine Mühe mehr einzuschieben. War gerade so neben den Pfosten gesetzt. Keine Chance für Jimmy Hertel. Und Tordebüt für Mick Köhler. Und erneuter Konter für Bad Nauheim. Ah, da spielen sie gut. Und das 5. Tor für Bad Nauheim. Wahnsinn, sind die effizient. Das geht mit richtig viel Geschwindigkeit nach vorne. Die Löwen vorne im Angriff selbst mit einigen einfachen Fehlern und lassen sich hier auskontern. Und wie du bereits erwähnst, Nauheim eiskalt vom Tor. Jetzt wird es ein ganz weiter Weg. Ja, Manuel Schrodel, sein 3. Saisontor. Magnus, zurück in Frankfurt ja. Und dann gleich ein Derby. Wie hast du es erlebt heute? Also die Stimmung war natürlich top. Wir als Mannschaft sind enttäuscht. Wir wollten gewinnen, das ist klar. Wir haben zu viele Strafen gezogen. Es hat ein bisschen das Tempo aus dem Spiel gezogen. Morgen ins Training hart gehen, weiter arbeiten und dann am Sonntag hoffentlich einen Sieg holen. Was hat heute den Unterschied gemacht? An was müsst ihr arbeiten? Ja, wie gesagt, die Strafen. Wir müssen ein bisschen geschickter umgehen mit dem Schläger und einfach ein bisschen auch härter spielen, ohne da direkt eine Strafe zu ziehen. Und das hat, glaube ich, den Unterschied heute gemacht. Am Sonntag geht es auf eine lange Busfahrt in die Lausitz. Was erwartest du von diesem Spiel dort? Ja, die Busfahrt ist kein Problem für uns. Auch ein schwieriges Spiel natürlich. Es ist weit. Aber 3 Punkte, wir werden hart spielen, hoffentlich weniger Strafen ziehen und dann sind wir dann zufrieden. Dann haut rein und viel Erfolg. Vielen Dank, danke. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.